Neue, echte Altersrente mit 63 und 45 Jahren Wartezeit soll kommen, wenn es nach dem Willen der BSW rund um Sarah Wagenknecht geht. Mein Name ist Peter Knöbel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Ja, am 14.05.2024 hat Sarah Wagenknecht in einer Live-Übertragung knapp 30 Minuten lang ein Statement abgegeben zu aktuellen politischen Themen, unter anderem auch zu dem 5-Punkte-Plan der BSW für eine Rentenwende. Und Sie werden es nicht glauben, was da die Sarah Wagenknecht im Vorfeld zu ihrer Hauptkernforderung, die Hauptkernforderung gesagt hat. Und das möchte ich Ihnen einfach mal jetzt mal vorspielen und dann auch reingehen in diese Hauptkernforderung. Schauen wir uns das mal an, was Sarah Wagenknecht hier gesagt hat zu den Rentenausgaben in Deutschland. Bitte nicht zu vergessen, Frau Sarah Wagenknecht ist studierte Ökonomin. Sie ist Volkswirtin und ich glaube, dass sie sicherlich mit Zahlen sehr gut umgehen kann. Also hören wir uns das mal an, was sie dazu sagen hat. Im Monat 800 Euro mehr. Und es ist auch nicht so. Auch das ist eine Lüge, die immer wieder verbreitet Ja, hier geht's los. Das ist eine Lüge, die immer wieder verbreitet wird. wird, dass unsere Rentenausgaben explodieren würden. Tatsächlich, das hat eine Anfrage des BSW vor kurzem bei der Bundesregierung ans Licht befördert. Die Rentenausgaben relativ zur Wirtschaftsleistung in Deutschland sinken. Sie steigen nicht, sie sinken. Gegenüber dem Jahr 2009 sind sie um fast einen vollen Prozentpunkt gesunken. Das sind fast 40 Milliarden Euro, die heute weniger für die Rentnerinnen und Rentner ausgegeben werden, wenn man das an die Wirtschaftsleistung knüpft, als im Jahr 2009. Und das, obwohl wir über 1 Million mehr Rentnerinnen und Rentner haben. Und deswegen fordern wir als BSW als ersten und wichtigsten Punkt, Ja, meine Damen und Herren, als Einleitung sozusagen, ich fasse es nochmal ganz kurz zusammen. Sarah Wagenknecht sagt, dass im Vergleich zu 2009 die Rentenleistung bezogen auf das Bruttosozialprodukt in Deutschland relativ gesehen nach unten gegangen sind. Das heißt also, wir geben in Deutschland weniger Geld für Rentenleistung aus als im Jahr 2009. Und was noch sehr erstaunlich ist, wir haben im Jahr 2022 relativ, also in der Total jetzt 1 Million mehr Rentnerinnen und Rentner. Das heißt also auf Deutsch gesagt, die Ausgaben für die Rentenleistung sind gar nicht das Problem, so Sarah Wagenknecht. Und deswegen wäre es ja auch an sich überhaupt gar kein Problem, so übersetze ich das, nämlich eine neue Rentenart einzuführen. Und das kommt jetzt, finde ich hochinteressant. wer 45 Jahre gearbeitet hat, der soll tatsächlich mit 63 Ja, hier steht's. Hier sagt sie es tatsächlich. in Rente gehen können. Also die Rente mit 63 kann nicht abgeschafft werden, weil es sie nicht gibt. Sie sollte aber eingeführt werden. Ja, meine Damen und Herren, auch das sage ich immer wieder. Ich halte es letzten Endes für ein politisches Fiasko, für einen fachlichen Dilettantismus, der hier häufig an den Tag getreten wird oder an den Tag tritt durch Politikerinnen und Politiker verschiedener Parteien, die immer wieder hier sagen, ja, die Rente mit 63 soll abgeschafft werden. Meine Damen und Herren, ich hatte es schon so häufig gesagt und ich sage es auch immer wieder, es gibt keine Rente mit 63, es gibt keine eigenständige Rentenart mit 63. Sarah Wagenknecht vom Bündnis BSW will diese Rentenart so einführen als neue Rente mit 63 nach 45 Jahren Wartezeit. Ich könnte mir vorstellen, die könnte unter der Überschrift lauten Altersrente für besonders langjährig Versicherte. Und dann steht da drinne, wer das 63. Lebensjahr vollendet hat und 45 Jahre Wartezeit nachweisen kann, kann dann in Rente gehen. So ungefähr könnte ich mir das vorstellen. Das meint auch im Übrigen Sarah Wagenknecht entgegen irgendwelchen Stellungnahmen, die ich am 17.05.2025 vom Focus Online gelesen habe. Meint Frau Wagenknecht nicht die Beibehaltung der abschlagsfreien Altersrente für besonders langjährig Versicherte in der aktuellen Form? Nein, sie möchte, dass das Renteneintrittsalter auf 63 runtergeht. So verstehe ich die entsprechende Stellungnahme und ihrem Statement können Sie auch im YouTube nachlesen, dann vom 14.05.2025. Ich werde diesen YouTube-Trailer dann auch entsprechend in diesem Video verlinken. Ja, meine Damen und Herren, finde ich gut. Deutschland hat genug Geld.
Allen Unkenrufen zum Trotz, wir können uns eine abschlagsfreie Rente ab, also mit 63 locker leisten. Die entsprechenden Zahlen hat ja die Bundesregierung auf Nachfrage der BSW auf den Tisch gelegt. Näheres zu diesem Thema finden Sie wie immer auf rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine super rentenstarke Woche, Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.